Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Jahresrückblicksvideo. Sowas haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Da habe ich über 2019 geredet, aber dort ging es ausschließlich nur um mein YouTube-Jahr. Und jetzt gerade möchte ich aber auch darüber sprechen, was privat so abgegangen ist und so, damit ihr vielleicht auch manche Sachen besser nachvollziehen könnt. Und ich wollte euch schon mal auf etwas vorbereiten, worüber ich auch irgendwann mal ein Video machen wollte. Ich habe schon vorher wahrscheinlich eine Trigger Warning eingeblendet. Ich werde jetzt nichts krass Explizites nennen. Trotzdem war es mir wichtig, dass ich eine einbaue für den Fall, dass Leute schon bei alleinigen Worten vielleicht schon getriggert sind. Ich kenne es ja von mir selber, dass das manchmal so eine Sache ist und deswegen war es mir wichtig, dass ich das hier nochmal zu Anfang sage. Das Jahr begann eigentlich ziemlich solide, also sowohl das, was auf YouTube geschehen ist, als auch was privat passiert ist. Ich habe halt hier meine ganzen, also ich sehe hier gerade vor mir meinen Kanal. Ich habe halt ganz normal meine Videos hochgeladen, zweimal die Woche, habe mich ein bisschen ausprobiert und ja, ne? Und ja, auch privat ging es mir eigentlich ganz gut. Also, ich habe ja eine Angsterkrankung und deswegen bin ich ja zu dem Zeitpunkt 2 Stunden am Tag nur zur Schule gegangen. Aber das war halt schon richtig gut. Das war schon total die Steigerung. Und deswegen, das lief ziemlich gut. Also, ich war zwar trotzdem sehr ausgelaugt durch diesen Schulalltag und so, aber ich habe es trotzdem gemanagt bekommen, halt mein YouTube-Ding zu machen und mich halbwegs wohlzufühlen mit dem, was halt so abging, ne? Im Februar war meine Freundin ja auch da und da hatten wir auch dieses eine Video gemacht, was eines meiner Lieblingsvideos dieses Jahr war. Ich werde am Ende dieses Videos auch einmal meine Top 3 Videos verlinken, damit ihr da vielleicht mal reinschauen könnt, falls ihr sie verpasst habt. Ja, und dann genau, hatte ich Geburtstag, das war halt auch alles tutti frutti und so. Und dann kurz nach meinem Geburtstag kam dann der erste Lockdown wegen Corona. Und ja, das hat natürlich viele Leute krass getroffen, ne? Und bei mir ging es erst, also ich war tatsächlich ziemlich froh, dass ich halt mich selber um meine Sachen kümmern konnte, weil ich kannte das jetzt eh vom selber lernen und so, musste ich ja sowieso in der Schule, weil ich ja nur 2 Stunden am Tag da war, musste ich ja viel selber lernen. Deswegen, das fand ich ganz schön, dass ich mir das ein bisschen einteilen konnte. Ich hatte mehr Zeit für andere Dinge, weil ich halt nicht so viel unterwegs war, weil ich ja viel Bus gefahren bin und dann immer durch die Stadt gelaufen bin etc. Ich habe mit Ring Fit Adventure Sport gemacht zum Beispiel. Das sind Dinge, die hätte ich mir sonst, also die hätte ich sonst einfach nicht geschafft, ne? Also wenn ich zur Schule gegangen wäre, weil ich da einfach mal so ausgelaugt war und das tat mir halt schon eigentlich ganz gut. Dann irgendwann wurde ich ein bisschen krank, aber so erkältungsmäßig einfach nur. Und habe dann halt keinen Sport gemacht und irgendwie habe ich alles so ein bisschen, war irgendwie ein bisschen mäßig, ne? So in so April fing das so an, glaube ich. Trotz alledem hat man auf YouTube eigentlich nie was mitbekommen, weil ich halt immer regelmäßig gepostet habe. Sehr, sehr viel. Also so wie immer halt. Also 2 Videos die Woche und halt eigentlich immer mit derselben Leidenschaft, sag ich mal. Mir ging es auf jeden Fall sehr, sehr schlecht und ich habe halt schon gemerkt, dass ich wieder sehr, sehr, also dass sich meine Depression wieder sehr ausgebreitet hat. Und ja, also es hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel meinem Lehrer auch Sachen geschrieben habe wie: Ich möchte ihnen keine Angst machen, aber ich möchte sterben. Ich möchte mich nicht umbringen, aber ich möchte sterben. Ich möchte gerade nicht in dieser Situation sein. Und ich habe ihm das halt erklärt und natürlich war das ein Schock für ihn, weil es natürlich heftig ist, sowas erstmal halt dann zu lesen. Ja, aber das war halt einfach, wie ich gefühlt habe. Mir ging es echt nicht gut und ich hatte halt gar keine Struktur mehr in meinem Alltag und das hat mir einfach das Genick gebrochen. Ich bin jetzt auch nicht so der Meister, der sich selber viel Struktur selber geben kann. Und das ist halt so das Problem gewesen. Ich glaube, so im Mai oder Juni war es dann so, dass man dann wieder teilweise zur Schule gehen konnte. Und ich habe direkt gemerkt, wie es mir gut getan hat. Ich war sogar den ganzen Tag da, obwohl ich ja vor dem Lockdown nur 2 Stunden am Tag da war. Was sehr, sehr krass ist, weil
ist es halt einfach so eine Steigerung gewesen. Und ich glaube, mir tat es einfach gut, dass halt nur noch die Hälfte der Klasse halt mit mir in einem Raum war. Wir alle Abstand gehalten haben, viel Einzelarbeit gemacht haben und halt den ganzen Tag nur ein Fach hatten. Ja, das hat mir halt sehr viel Stress genommen und mir ging es zwar jetzt nicht immer total gut dort, aber mir ging es auf jeden Fall besser als zu der Zeit, wo wir alle nur zu Hause waren. Dann gab es unfassbar viel Stress dazu, ob ich meinen Abschluss kriege oder nicht oder keine Ahnung, weil viele Arbeiten halt dann, also so Klausuren und so, nur dann und dann gemacht werden konnten und keine Ahnung, musste ich dann viel nachholen und ach, keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall aber irgendwie geschafft, meinen Abschluss zu kriegen. Und das war dann natürlich wieder voll der Höhepunkt an dem Tag, wo ich mein Zeugnis erhalten habe, zu wissen, dass ich einen Abschluss kriege, weil das halt immer auf der Kippe stand, obwohl ich an sich eine gute Schülerin war, aber dadurch, dass ich jetzt teilweise mehrere Monate gefehlt habe, ist es natürlich schon schwer, einem ein Zeugnis auszustellen, beziehungsweise halt einen richtig vollwertigen Abschluss vergeben zu können. Aber ich habe es geschafft und das ist einfach, das finde ich einfach immer noch viel zu krass, dass das funktioniert hat. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass das geklappt hat, weil das ist natürlich ein Riesenerfolg gewesen für mich. Aber leider ist direkt die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die Sommerferien quasi, waren einfach nur die Hölle für mich. Also, denn, ja, also ich hatte nichts. Also ich hatte mir nie so richtig Gedanken gemacht, was ich eigentlich machen möchte danach. Ich hatte noch keine Stelle irgendwo, also weder bei einer anderen Schule noch irgendeine Ausbildung oder was auch immer. Ich hatte nichts und mir war aber bewusst, dass ich jetzt dann in eine Auffangklasse komme und dass ich das einfach nicht überleben werde. Also so vom Kopf her, ich hätte es nicht geschafft, zur Schule zu gehen. Und das ist ein Riesenproblem gewesen. Ich habe mich in keiner Situation gesehen. Alles, was ich mir nur hätte vorstellen können, was jetzt noch irgendwie klappen konnte, es war alles so ausweglos und irgendwie habe ich mich einfach nicht danach gefühlt, dass ich irgendwas davon tun könnte. Jedenfalls wurde ich daraufhin extrem suizidal und ich hatte auch schon explizite Pläne. Was genau werde ich hier nicht ansprechen, weil das jetzt irgendwie nicht hierhin gehört. Und vor allem habe ich Angst, dass ich noch mehr Leute triggern würde und mich selbst vielleicht auch, wenn ich das jetzt halt so ausspreche, weil ich das natürlich schon ein bisschen verdrängt habe, was genau war. Jedenfalls hatte ich dann mit jemandem ein Treffen ausgemacht. Ich bin ja das ganze Jahr nicht gereist, obwohl ich letztes Jahr, also 2019, bin ich ja unfassbar viel gereist. Ich bin ja von A nach B und von B nach C und keine Ahnung. Ich habe ja unfassbar viel getan, ja. Das war natürlich dieses Jahr jetzt einfach nicht möglich, ne. Und jedenfalls habe ich mich dann mit jemandem verabredet gehabt für ein paar Tage, dass ich dort dann bleibe. Und für mich selber war klar, wenn ich von der Person zurückkomme, dann werde ich meinen Plan in die Tat umsetzen. Dass das quasi meine letzte Erinnerung sein wird. Es klingt vielleicht sehr übertrieben, aber ich habe einfach keinen Weg gesehen. Ich hab mich nicht gesehen in irgendeinem Beruf. Ich habe mich nicht gesehen in irgendeiner Art von Zukunft. Es war alles, weiß ich nicht, irgendwie. Meine Fantasie hat soweit nicht gereicht, dass ich es zu irgendwas schaffen könnte. Jedenfalls war ich dann bei dieser Person und ich bin unfassbar froh, dass ich dort sein konnte. Weil wäre ich nicht da gewesen, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr hier. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, was es war, aber diese Person hat es geschafft, mir irgendwie irgendwas zu geben, wo ich mir dachte, okay, es lohnt sich vielleicht doch noch, hier zu bleiben. Ich habe halt wirklich ohne Witz jeden Tag geheult. Ich blende wahrscheinlich hier mal ein paar Fotos ein, wo ich geheult habe, weil ich bin jemand, ich mache meistens Fotos, wenn ich geheult habe, damit ich halt im Nachhinein darauf gucken kann und sagen kann, jetzt geht's mir besser als da. Und weiß ich nicht, irgendwie, ja, also wenn ich nicht da gewesen wäre, dann wäre mir klar gewesen, dass ich halt einfach nicht mehr hier sein würde, ne? Also ich hätte diesen Plan eiskalt durchgezogen. Genauso, wenn mir nicht dieses Gefühl gegeben worden wäre,
dass ich es vielleicht doch zu was bringen könnte. Danach war natürlich trotzdem die Frage, wie geht's weiter? Wenn ich nicht zur Schule gehe, dann gibt's riesige Probleme, weil ich natürlich noch schulpflichtig bin, weil ich unter 18 bin. Und zur Schule gehen war für mich aber auch absolut gar keine Option. Was tut man dann? Weil ich hatte keine Chance mehr, irgendeine Ausbildung zu finden. Es war wirklich eine Woche oder so, hätte ich noch Zeit gehabt. Das ist wirklich eigentlich unmöglich. Naja, und dann hat sich halt eine kleine Tür geöffnet. Denn meine Schwägerin konnte klar machen, dass ich vielleicht als Praktikantin in ihrem Kindergarten arbeiten könnte für ein Jahr. Raus von dem ganzen Schulstress. Einfach mal komplett abseits von dem Ganzen und in eine neue Umgebung. Dass ich mit Kindern klarkomme, das wissen wir ja, seitdem mein Neffe da ist. Also mit dem spiele ich ja regelmäßig auch. Und ja, also, dass mir das liegt, ist ja schon sowieso da gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir auch so, das ist auch absolut nicht das, was ich möchte. Und ohne Witz, als ich das dann erstmal angenommen habe etc., war mir klar, ich werde den Mist abbrechen. Ich werde es abbrechen, das wird mir nichts bringen. Aber ich muss sagen, der Mist hat mir unfassbar viel gebracht. Ich bin jetzt seit dem 1. August da, das heißt, ich bin jetzt 4 Monate dort. Und holy shit, hat mir das viel gebracht. Also ich habe mich einfach wiedergefunden. Ich nach einigen Wochen, Monaten war ich einfach wieder ich. Also in der Zeit, wo ich so depressiv war, das war ich nicht. Das war halt nur die Krankheit, die aus mir gesprochen hat. Ich wollte das gar nicht, aber es kam einfach aus mir raus und ich habe sehr vielen Menschen wehgetan und das tut mir unfassbar leid, immer noch. Aber ich kann es halt einfach nicht rückgängig machen, ja. Und ja, also ich bin froh, dass ich wieder zu mir finden konnte, dadurch, dass ich dort die Möglichkeit bekommen habe zu arbeiten. Imagine, ich wäre einfach nicht mehr da. Naja, also, dass sich was getan hat durch dieses Praktikum, merkt man auch allein daran. Naja, also überlegt mal. Vor ein paar Monaten hätte man mir gesagt, ich hätte mich bei einer Schule beworben für nächstes Jahr und möchte dann Fachabi machen, hätte ich denen den Vogel gezeigt. Ich dachte, ich würde nie wieder zur Schule gehen, außerhalb von der Ausbildung. Und jetzt bin ich an der Schule angenommen. Ich habe ein Bewerbungsgespräch geführt, ich bin an der Schule angenommen und werde nächstes Jahr Fachabi machen ab August. Und auf einmal steht fest, dass ich im sozialen Bereich arbeiten möchte, weil mir das schon gut tut. Ich weiß zwar noch nicht genau was, aber die Richtung ist ja zumindest schon mal vorgegeben und das ist doch schon mal richtig krass. Also, wenn man bedenkt, davor war ja gar nichts eigentlich. Mein Herz schlägt etwas so unfassbar schnell. Ich bin gerade das froh, dass ich mich zurückhalten kann, nicht zu heulen. Aber ja, also dadurch, dass ich nicht so explizite Sachen gesagt habe, ist es ganz gut, aber trotzdem schlägt mein Herz so krass schnell, weil es einfach ungewohnt ist, sowas auszusprechen, was hier gerade, also was ich hier gerade ausgesprochen habe. Ich habe das halt noch nie so ausgesprochen. Ich habe es vielleicht mal aufgeschrieben oder so, aber ich habe es noch nie in einem Video oder so ausgesprochen. Und vor allem weiß ich jetzt ja, dass das ein paar Leute sehen werden. Und das ist halt so, okay, also ich teile gerade sehr intime Dinge mit irgendwelchen fremden Menschen da draußen im Internet. Ich möchte euch nur mit auf den Weg geben, egal was ist und wie auswegslos irgendwie die Situation scheinen mag, es wird immer einen Weg geben. Und manchmal muss man vielleicht auch einfach Dinge tun, die man nicht so gerne tun würde, aber genau diese Dinge können sich am Ende als was Gutes herausstellen und die können euch dann weiterbringen im Leben. Und ich meine, ich bin das lebende Beispiel dafür. Ich weiß natürlich jetzt doch nicht, wie es sein wird, dann wieder zur Schule zu gehen und ob mir das wirklich gut tut. Aber ich habe zumindest schon mal erstmal eine Perspektive und das ist doch schon mal gut genug, oder? Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich, dass ich jetzt es doch noch geschafft habe, hier zu sein. Also, ich finde es
krass, dass das alles in diesem Jahr war. Dass ich ja wirklich, also es war ja wirklich so, war so Anfang des Jahres so ziemlich gut eigentlich, so neutral eigentlich. Und dann ging es einfach wupp nach ganz unten. Aber dann danach ging es so. Und jetzt bin ich wieder hier. Ich bin ein bisschen abgesunken, weil ich einfach nur ein bisschen ausgelaugt bin. Aber das wird sich schon wieder bessern. Es muss ja nicht immer perfekt laufen. Und ja, also ich vermisse zum Beispiel auch einfach meine Freunde und so. Und natürlich tut es mir weh, dass ich die gerade nicht sehen kann. Aber das wird sich auch wieder legen. Und ja, also ich kann euch nur mit auf den Weg geben, dass ihr bitte niemals aufgeben sollt. Ich finde es halt auch krass, also wenn ich jetzt halt das Ganze hier so durchscrolle. Ich glaube, bei keinem der Videos hätte man auch nur annähernd gedacht, was eigentlich privat so bei mir abgeht. Wie schlecht es mir eigentlich wirklich ging. Niemals im Leben hätte man das gedacht, glaube ich. Also zumindest hätte ich mir das nicht unbedingt angemerkt als außenstehende Person. Ich weiß es aber nicht, ob... Also wenn ich mir das jetzt nochmal anschauen würde, ob ich das dann sehen würde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich es sehen würde, weil zum Beispiel Fotos von vor ein paar Jahren, wo ich halt auch so extrem depressiv war. Ich kann mir die nicht angucken, weil ich immer nur diese Leere sehe, die ich da eigentlich gefühlt habe, aber von außen so glücklich wirke. Und das ist halt so... Keine Ahnung, ich denke, das wird halt so eine Situation sein. Das hier hat mir aber auf jeden Fall auch sehr viel Kraft gegeben, generell das ganze Jahr über. Vielen, vielen Dank, dass ihr meine Videos schaut. Denn mein Ziel für dieses Jahr, was ja schon sehr hoch angesetzt war eigentlich, waren 200 Abos und mittlerweile sind wir bei 242 zur Aufnahme des Videos. Und holy shit, das ist einfach mal... Das sind 42 Leute mehr, als ich dachte... Ne? Und ich habe gesagt, es ist schon hoch angesetzt, dass mich so viele Leute in einem Jahr abonnieren und dann ist das hier passiert. Und ich denke mir so, Hilfe. Ich meine, ich habe zum ersten Mal dieses Jahr ein Video gehabt, was über 1000 Aufrufe bekommen hat. Und jetzt sind mittlerweile schon 3 Videos, die über 1000 Aufrufe haben. Und das wird nicht weniger, sagen wir es mal so. Also das boomt gerade richtig und das, ich bin einfach so unfassbar dankbar für alles, was ihr mir gebt, Kommentare, Likes, allein das Ansehen von den Videos oder, keine Ahnung, überhaupt aus Social Media, dass ihr irgendwie da seid und euch diesen Mist hier gebt, weil ich meine, wer bin ich? Ich bin irgendein Mädchen von irgendeinem Dorf und denkt sich so, yo, ich mache hier Videos über Sims und ihr guckt euch das an oder lest euch irgendwas durch, was ich auf Twitter schreibe, wo ich sage, lol, das ist aber lustig, oder? Finde ich einfach krass, was halt das hier manchmal tun kann. Negatives hier lasse ich ja gar nicht mehr so an mich ran, also negative Kommentare lösche ich ja einfach und so, aber ja, also nicht, dass ich halt viele negative Kommentare bekommen würde, es sind halt wirklich, wirklich weniger. Und es ist einfach nur krass, also ich... Kann nicht anders, als mich nur immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder zu bedanken bei euch. Für das, was ihr mir gebt, auch wenn es nur für euch vielleicht wenig ist. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, dass wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Ihr bekommt eine Folge der 100 Baby Challenge zu sehen am, lasst mich lügen, am 2. Januar gibt es eine Folge der 100 Baby Challenge. Dann starten wir so ins neue Jahr. Und ich hoffe, dass das nächste Jahr für euch tippitoppi wird und dass wir das gemeinsam einfach sehr schön miterleben können. Und ich freue mich auf die kommende Zeit. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüssi!